3 ganz persönliche Worte. Mach's gut, Klaus. 13 Jahre an der Spitze einer Stadt, die sich neu erfunden hat. Jetzt verabschiedet sich Klaus Wowereit als regierender Bürgermeister Berlins. Seine Hinterlassenschaft, eine Hauptstadt, die zur Weltstadt heranwuchs, bei Unternehmern, Künstlern und Touristen aus der ganzen Welt beliebt. Die Reifejahre des heute boomenden Berlins, Wowereit hat sie von Anfang an mitgeprägt. Und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so. Wowereit war der erste Spitzenpolitiker des Landes, der sich öffentlich zur Homosexualität bekannte und als Bürgermeister gegen Diskriminierung und Homophobie eintrat. Die Lesben und Schwulen der Hauptstadt feiern ihn deshalb bis heute als Ikone, die das neue Berlin in einen Ort der Toleranz und Vielfalt verwandelte. Berlin steht aber auch für seine Partyszene, wo der Bürgermeister mit Champagner und Stiletto in der Hand regierte und der erste Mann im Rathaus auch auf dem roten Teppich für seine Stadt geworben hat. Weiß blieb Wowereits Weste trotzdem nicht. Als früherer Chefaufseher des Hauptstadtflughafens wird er sich noch lange erinnern an eine der größten Peinlichkeiten der Berliner Stadtgeschichte. Denn einen Eröffnungstermin gibt es bis heute nicht und der Bau reißt mit jedem Tag ein größeres Loch in den Haushalt. Wowereits Berlin arm, aber sexy, eben wie er betonte, die Berliner furchtlos, dass sich das ändern könnte. Wowereit alleine hat uns nicht sexy gemacht. Ich glaube, dass der Coolness-Faktor von Berlin relativ wenig mit dem Bürgermeister zusammenhängt. Also wenn sich dieses hippe Gefühl darin zeigt, ja, dass die Stadt so ein bisschen vergammelt, dann bin ich allerdings dafür, dass er ein bisschen müllerhaft zugeht. Wowereit hat Berlin schon ganz attraktiv gemacht. Daran wird sich sein Nachfolger messen lassen müssen. Der neue regierende Bürgermeister Michael Müller tritt ein schweres Erbe an. Denn Berlin ist mit Glamour Wowereit erwachsen geworden. Wie sexy wird es wohl, das Älterwerden?